Hier wird sie entstehen, die Installation Windland in Lichtenfels. Am Hamberg zwischen Immighausen und der Klosterruine Scharken liegt der markante Hügel mit einer fantastischen Waldsicht weit über das Land hinaus. Dort werden auch die Fahnen zu sehen sein, die von Korbach aus und von vielen Straßen aus zu sehen sind. Einmal Immighausen, einmal Gottelsheim und die Frau Müller. Ne? Ich weiß gar nicht, in welcher Funktion. Ortsbeirat Radon und Bewegter Wind, ne, e.V. Beides. Ne? Und den Ingolf Ibing. Ja, freut mich, dass das geklappt hat so kurzfristig. Wir würden gerne dann heute mit der Frau Reinl zusammen, und da gebe ich auch gleich weiter, weil sie natürlich künstlerisch sozusagen die Leitung hat, würden wir gerne kurz informieren über das, was wir dann denn vom circa 14., 15. August, glaube ich, 16. August bis dann Start 21. und Ende 28.8. vorhaben und ein bisschen Werbung machen, dass wir möglichst viele finden, die mitmachen, und am Ende des Tages auch viele finden, die mal bei etwas anderem sozusagen dann auch sich die schöne Landschaft hier im Rahmen der Windkunst angucken und genießen lassen. Ich denke mal, wenn man das anguckt, man hat wirklich einen schönen Panoramablick, ist wunderbar und ich glaube, es ist eine schöne Ecke. Aber vielleicht übergebe ich an die Frau Reinl. Vorher anfangen, weil wir haben letztes Jahr eine Erstveranstaltung Windland gemacht, wo das Konzept entstanden ist, dass man mit Laien zusammen in die Landschaft geht, guckt nach Aspekten der Spaziergangsforschung, nach einfach geologischen Bewegungen, was einen hier so besonders beeindruckt an Formen. Und dann haben wir einen Probelauf in der Nähe von Sachsenberg gemacht. Und der ist so gut geworden. Und da hatten alle so einen Spaß bei, weil Leute, die noch nie was mit Gestaltung zu tun haben, waren 2 Tage in Landschaft und haben gesagt, so haben wir uns hier noch nie aufgehalten, so lange an einem Ort. Man sieht alles anders. Es ist irgendwie eine besondere Erfahrung. Und dann kam die Idee, sich bei Offen für Vielfalt zusammen mit der Stadt zu bewerben. Weil da eben eine Gelegenheit entsteht mit Windland, dass man an Laien, an ganz viele verschiedene Leute in den Ortsteilen rankommt, die so nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Ja, und wir hatten Glück und sind ausgewählt worden und sind Preisträger geworden. Und dann entstand die Idee, dass wir das hier zusammen machen. Und dann habe ich überlegt, wo ist der markanteste oder wo ist ein schöner, markanter Ort, wo man das machen kann. Ja, und ich finde, dieser Ort ist sehr markant, hat noch in Sichtweite das Kloster Scharken. Und jetzt würden wir gerne zusammen mit Lichtenfelsern so an die 200 Fahnen an dem Wochenende 19. bis 21. August aufstellen. Und die sind dann eine Woche zu sehen. Und die Leute können hier spazieren gehen, können sich hier aufhalten. Und zum Beginn gibt es ein Konzert und zum Schluss gibt es ein Konzert. Und dann gibt es noch einen Kinderworkshop. Das ist dann, weil der Anlass ja das Jubiläum ist, der Gebietsreformsjubiläum Lichtenfels, 50 plus 1. Und da laden wir Lichtenfelser Kinder ein, zu überlegen, was sind denn so die markanten Sachen in Lichtenfels? Was könnte man auf Fahnen bringen? Und da haben wir die Burg, da haben wir Flüsse, da haben wir Wälder und bewegte Landschaft, wir haben einen Igel, also da wird uns noch mehr einfallen und das werden die Kinder auf Fahnen bringen und das soll dann in ganz Lichtenfels aufgestellt werden. Das wird am 16.8. bei uns im Vereinsheim in Sachsenberg passieren, dieser Workshop. Ja, habe ich was vergessen? Nein, also Kinderworkshop war wichtig, ne? Das ist das eine. Und zu dem Thema 50 plus 1, da hatten wir in den Gremien mal zum Jahreswechsel auch mit Blick auf Corona-Pandemie gesagt, wir wollen kein großes Stadtfest über 3-4 Tage machen, sondern man hat gemerkt, dass mit dem, ja, ich sag mal, Auslaufen der Pandemie kann man es schlecht nennen, aber wenn der Sommer etwas freier wird, dass vor allen Dingen die Vereine, die ja auch, sagen wir mal, wirklich Rückgrat der Kommune sind, mit ihren Veranstaltungen oder auch die Orte an sich, die zusammen, jetzt beispielsweise, wenn ich den Frieder Schüttler sehe, Michaelismarkt, das ist ja die Ortsgemeinschaft an sich, die den organisiert, aber auch Klostertrophy in Immighausen zum Beispiel, das sind ja alles traditionelle Veranstaltungen und die sollten halt auch wieder, wenn es denn möglich ist, so organisiert werden, durchgeführt werden. Und da war so ein bisschen, der Ingolf Ibing weiß das aus dem Magistrat auch, der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt keine große Zentralveranstaltung noch irgendwie organisieren zusätzlich,
sondern eher eigentlich die klassischen historischen Veranstaltungen, dass die laufen und dass man da möglichst viele Menschen hinbekommt, dass die hingehen. Und das hat, glaube ich, auch bei den Veranstaltungen, die ich alle besucht habe, gut funktioniert. Und es waren, ob das jetzt in Michhausen beispielsweise war oder auch in Gottelsheim der Michaelismarkt, waren aus den umliegenden Ortsteilen immer auch viele, die da hingeströmt und da mitgefeiert. Und deshalb haben wir gesagt, wir verzichten auf eine zentrale Großveranstaltung, haben unter anderem verschiedene Veranstaltungen unter das Motto mit eingebunden. Das war am 11. Mai das Konzert vom Heeresmusikchor, was wir in Dalwigstal hatten. Das ist dann jetzt im August die Windland-Kampagne, so nenne ich es mal, wo wir ja vor allen Dingen auch die Jugendlichen, die Kinder mit dem Workshop mit einbinden wollen, aber auch im Prinzip die Lichtenfelserinnen, Lichtenfelser und gerne auch aus der Umgebung. Und dazu wird dann zum 28.08. Frau Müller, wird es eine Sternwanderung geben, ne? Die organisiert wird. Und ich denke, und das ist wichtig, vielleicht, man sieht das ja hier, wir haben eine tolle Landschaft, aber auch nicht so ganz viele Parkplätze, da wollen wir auch keine bauen für. Das heißt, wir rufen eigentlich alle auf, die nicht so weite Wege haben, wirklich zu wandern, dann an dem Wochenende oder über die Woche das zu erwandern, gerade auch am 21., am 28.8. oder vielleicht mit dem Fahrrad zu kommen. Und die, die von weit weg kommen, ne, die da nicht so weit laufen können und Fahrrad fahren wollen, die dürfen natürlich im Auto kommen. Also soll auch so ein bisschen unter dem Nachhaltigkeitsaspekt stattfinden.